Wie lange halten Zahnvereinviertelungen? Eine Zahnvereinviertelung ist eine Möglichkeit, Kavitaten zu behandeln und den Zahn vor weiteren Schaden zu schonen. Doch wie lange halten Zahnvereinviertelungen tatsächlich und was muss man beachten, um ihre Lebensdauer zu verlängern? Zahnvereinviertelungen können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, darunter Amalgam, Composite, Gold oder Keramik. Jedes Material hat seine eigenen Vor- und Nachteile, aber sie alle haben eine begrenzte Lebensdauer. Die Frage, wie lange eine Zahnvereinviertelung HLT, HNGT von verschiedenen Faktoren ab, darunter das verwendete Material, die GAA der Vereinviertelung, die Lage im Mund und die Mundhygiene des Patienten. Amalgamvereinviertelungen, die aus einer Legierung aus Silber, Zinn und Quecksilber bestehen, galten lange Zeit als langlebig und haltbar. Sie können bis zu 15 Jahre oder länger halten, vorausgesetzt, sie werden regelmäßig kontrolliert und gepflegt. Komposite Vereinviertelungen, die aus Kunststoff bestehen und an die natterviertelliche Zahnfarbe angepasst werden können, sind ebenfalls eine beliebte Wahl. Sie sind jedoch nicht so langlebig wie Amalgamvereinviertelungen und Mainviertelungen alle 5 bis 10 Jahre ausgetauscht werden. Goldvereinviertelungen gelten als die langlebigsten, können jedoch auch sehr teuer sein und erfordern mehrere Besuche beim Zahnarzt. Keramikvereinviertelungen sind eine weitere Option, die aufgrund ihrer Ästhetik und Haltbarkeit immer beliebter wird, aber auch teurer ist als andere Materialien. Die GAA der Vereinviertelung spielt ebenfalls eine Rolle bei ihrer Haltbarkeit. Kleine Vereinviertelungen können länger halten als GAA-eiere Vereinviertelungen, da sie weniger Druck und Belastung ausgesetzt sind. Vereinviertelungen in den hinteren Zahnreihen halten in der Regel länger als Vereinviertelungen in den vorderen Zahnreihen, da sie beim Kauen und Zerkleinern von Lebensmitteln mehr Beanspruchung ausgesetzt sind. Die Mundhygiene des Patienten ist ein weiterer wichtiger Faktor, der die Lebensdauer von Zahnvereinviertelungen beeinflusst. Eine gute Mundhygiene, einschließlich regelmäßigem Zahneputzen, Zahnseide und regelmäßigen Zahnarzt besuchen, kann dazu beitragen, die Lebensdauer von Zahnvereinviertelungen zu verlängern. Eine unzureichende Mundhygiene kann zu Zahnfleischentzündungen und Karies vereinviertelren, die die Haltbarkeit der Vereinviertelungen beeinträchtigen können. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Zahnvereinviertelungen im Laufe der Zeit verschleiern und sich lockern können. In solchen Fällen ist es wichtig, den Zahnarzt aufzusuchen und die Vereinviertelung fehlen zu lassen. Gegebenenfalls muss die Vereinviertelung erneuert oder ausgetauscht werden, um weitere Schäden am Zahn zu vermeiden. Insgesamt kann man sagen, dass die Haltbarkeit von Zahnvereinviertelungen von verschiedenen Faktoren ab HNGT und von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann. Eine regelmäßige Überwachung durch den Zahnarzt und eine gute Mundhygiene kann Ihnen dazu beitragen, die Lebensdauer von Zahnvereinviertelungen zu verlängern und die Gesundheit der Zahne zu erhalten. Wenn Sie Fragen zur Haltbarkeit von Zahnvereinviertelungen haben oder eine Zahnvereinviertelung ersetzen lassen möchten, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, der Sie gerne beraten wird.